Was passiert hier? Eine von uns! Eine von uns! Komm her, ich werde dich jetzt einwickeln. Oh, ich hoffe, sie fühlt sich da draußen wohl. Kommt schon, Leute, gehen wir schlafen. Wer ist gerade aus der Tür gerannt? Wer hat gerade meine Liebe verkannt? Wer lässt mich weinen wie ein Baby? Wer? Das war Fluffy. Mein Fluffy hat's getan. Die schönste Kung-Fu-Hündin, die es jemals gab. Hasendiener! Hey, was hast du für ein Problem? Oh Mist! Harold, die Kung-Fu-Hündin ist wieder da! Lauf um unser Leben! Die Kung-Fu-Hündin? Oh, du bist zu mir zurückgekommen! Nein, ich will den kleinen Hasen. Und jetzt geh mir aus dem Weg! Oh, ich kann es nicht fassen, dass Fluffy in Barnicula verliebt ist und nicht in mich. Naja, um ehrlich zu sein, irgendwie schon. Denn Barnicula ist echt cool. Oh, danke, Mann. Alter, was ist los mit dir? Ich glaube, ich bin verliebt. In das? Ja, in das. Chester, ich glaube, sie ist für mich wie mein Lieblingsknochen. Nur traurigerweise liebt sie einen anderen. Harold, nicht verzagen. Einfach Chester fragen. Na, nicht schlecht. So wie es aussieht, müssen wir jetzt einen Schritt weiter gehen. Ich lasse nicht zu, dass ein Gemüsefresser mich besiegt. Niemals. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis er sich was zu fressen holt. Da ist er ja, genau wie geplant. Oh, Barnicula, ich nehm's dir nicht übel, dass du versuchst, mit Fluffy zu türmen. Aber ich sag dir was. Vielleicht musst du ja gar nicht versuchen, mit ihr wegzulaufen. Vielleicht könnt ihr ja hier zusammen wohnen. Dann kann ich mir wenigstens ihr wunderschönes Gesicht ansehen. Jeden Tag. Jede Stunde. Jede Minute. Jede... Oh, wem mach ich etwas vor? Aber, easy. Warte. Vampire kümmern sich nicht um ihre Diener. Wirklich? Also liebst du sie gar nicht? Und sie und ich können doch irgendwann heiraten? So eine Erleichterung. Wow. Weißt du, die ganzen Tränen haben mich echt hungrig gemacht. Macht es dir was aus, wenn ich diese Karotte nehme, die ich hier auf dem Boden gefunden habe? Nein! Fluffy, du hast mich gerettet. Ich habe mich bei euch dreien geirrt. Sehr sogar. Du bist nicht böse. Zumindest nicht richtig. Also muss ich euch nicht eliminieren. Dieses Mal. Ja, ich schwöre es. Man kann ein Buch nicht immer nach seinem Umschlag beurteilen. Das Leben ist seltsam. Und so ging ich zurück in die Stadt. Entschlossen, die Welt vor allen Monstern zu beschützen. Aber die Ente ist ja nicht mein Hahn. Er ist mehr Hahn. Ich sag mal, er ist mehr Hahn, als du je sein wirst. Ich sage wuff, 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 wow.
Ich glaube, sag ich mal, du bist wohl doch ein Hahn, mein Sohn. Entdecke noch mehr coole Videos, indem du den Boomerang-YouTube-Channel abonnierst.